Nun wird es ja morgen noch ein sogenanntes kleines Gipfeltreffen geben. Da wird auch der französische Präsident kommen, es wird der englische Premierminister kommen, es wird der italienische Ministerpräsident kommen. Da sitzen dann Politiker zusammen, bei denen jetzt schon klar ist, dass sich in nächster Zeit einiges ändern wird. Der amerikanische Präsident hat jetzt noch bis Januar eine Präsidentschaft. Sowohl die Bundeskanzlerin als auch der französische Präsident müssen im kommenden Jahr Wahlen bestehen. Und von David Cameron weiß man nicht, ob er nach dem 23. Juni noch Premierminister sein wird. Spielt sowas auch eine Rolle bei solchen Gesprächen? Ist vielleicht auch deshalb im Moment ein gewisser Zeitdruck da? Ich glaube, die Probleme drängen so arg. Das ist der Hauptdruck, der momentan dazu führt, dass man die Kombination der Schwierigkeiten. Wir setzen das Gespräch natürlich gleich fort, denn im Prinzip sind uns die Inhalte schon wichtiger als jedes Zeremoniell. Aber keine Frage, ein Empfang mit militärischen Ehren eines amerikanischen Präsidenten in den Herrenhäusergärten in Hannover und dann auch noch bei Sonnenschein, das ist etwas, was wir alle gemeinsam jetzt ja durchaus auch sehen wollen und sehen werden. Also zu dem festen Zeremoniell gehört auch, dass die Musik nicht gleich beginnt. Alle, die wir vorhin gesehen haben, haben jetzt die Gelegenheit, den amerikanischen Präsidenten noch mal persönlich zu begrüßen und natürlich auch die Bundeskanzlerin. Thank you.
Also was man als Reporter ja durchaus mal loben darf zwischendurch. 6 bis 9 Grad war die Wettervorhersage und das Musikchor ist seit 2 Stunden hier. Respekt also vor den Musikern, die bei diesen Temperaturen draußen spielen. Denn die Sonne, die wärmt eher die Herzen als den Körper im Moment. Professor Jäger, wir erleben eine Bundeskanzlerin, die da gelöst und plaudernd mit dem amerikanischen Präsidenten über den Vorplatz geht. Gleich haben sie aber schwere Themen vor sich und müssen harte Gespräche führen. Das Zeremoniell war also möglicherweise für die beiden auch einen Moment Kraft zu schöpfen? Das war der Auftakt. Wobei das erste Thema, das sie miteinander besprechen, vor allem eines ist, wo beide in die gleiche Richtung wollen, nämlich ein transatlantisches Freihandelsabkommen, ein Handels- und Investitionsabkommen zu erzielen. Und sie haben da beide die gemeinsame Aufgabe. Aber da gibt es keinen großen Streit, außer in Details über die generelle Richtung, die sie hier gehen wollen. Das wird schwieriger werden, wenn eben andere Themen mit auf dem Tisch liegen, die insbesondere die Lage im Mittelmeerraum, in Libyen, in Syrien und die Flüchtlingsfrage betreffen. Auch Themen, die hier besprochen werden, die ja miteinander zusammenhängen und wo sich die USA eigentlich nur sehr peripher über die NATO engagieren wollen und ansonsten sehr, sehr zurückhaltend sind. Und die Europäer, wie wir in den letzten Monaten ja schmerzlich erfahren mussten, nicht in der Lage sind, wirklich zu Entscheidungen zu kommen, die sie gemeinsam tragen und die sie auch in die Lage versetzen, in diesen Konflikten wirklich so zu handeln, dass Ergebnisse erzielt werden, die in kurzer oder gar mittlerer Frist nun wirklich etwas ändern. Das sind Themen, da gibt es unterschiedliche Akzente. Es wird mit Sicherheit auch möglicherweise, ja doch, es wird gesprochen werden über den NATO-Gipfel in Warschau, der ansteht. Das ist aus Sicht der USA nochmal ein wichtiger Punkt und das wird eine nächste Reise von Obama nach Europa sein. Das war also der Empfang mit militärischen Ehren in den Herrenhäuser Gärten. Sie haben es gesehen. Bundeskanzlerin und der amerikanische Präsident haben sich jetzt zurückgezogen in dem Gebäude, um ihre Gespräche aufzunehmen. Und sie werden die nächste Stunde dort Gespräche führen und es wird am späteren Nachmittag dann, die genaue Zeit werden wir noch bekannt geben und wir werden es natürlich auch live übertragen, eine Pressekonferenz der beiden geben. Um 16.40 Uhr, höre ich, ist der aktuelle Stand. Wenn es bei diesem Zeitplan bleibt, dann wird Phoenix um 16.40 Uhr diese Pressekonferenz übertragen. Dies ist übrigens der Gegenblick jetzt sozusagen gewesen aus der Perspektive der beiden von dem Balkon, auf dem sie eben standen, über den Park. Und am Ende des Parks stehen diese kleinen Bühnen der Fernsehanstalten. Auch wir sehen jetzt das Bild, das Sie sehen. Auch wir sehen jetzt nicht mehr in das Gebäude hinein. Auch wir müssen jetzt sozusagen warten, bis die Gespräche beendet sind und in der Pressekonferenz
dann tatsächlich bekannt wird, zu welchen Ergebnissen man kam. Alles, was wir bis jetzt besprechen konnten, waren Mutmaßungen aufgrund der im Moment gegebenen Voraussetzungen und waren die Inhalte, die wir erwarten vom heutigen Tag. Fakt ist, das ist kein Höflichkeitsbesuch, das ist kein Ausflug, das ist keine Vergnügungsreise. Fakt ist, das ist der Besuch des amerikanischen Präsidenten bei der Hannover Messe, die er heute Abend eröffnen wird mit der Bundeskanzlerin. Und dies war sozusagen die Postkarte, dies war der farbige und schöne Auftakt dieser ganzen Veranstaltung. Aber die wichtigen Dinge, die werden jetzt zunächst mal hinter den Kulissen besprochen und anschließend wird es dazu die Pressekonferenz geben. Das Musikkorps zieht jetzt noch einmal durch die Herrenhäuser Gärten. Das sind natürlich Bilder, die um die Welt gehen und die die Stadt Hannover sehr, sehr gerne sehen wird. Gott sei Dank jetzt kein Graupelschauer. Es regnet auch nicht. Die Sonne scheint über Hannover. Und der amerikanische Präsident und die Bundeskanzlerin sprechen über wichtige Themen dieser Welt. Professor Jäger, der Fahrplan für heute und für morgen, der ist ja eng gesteckt. Nach der Pressekonferenz am späten Nachmittag hier in den Herrenhäuser Gärten wird Präsident Obama mit der Kanzlerin zum Kongresszentrum fahren, wird dort die Hannover Messe eröffnen. Anschließend wird es noch ein Abendessen wiederum hier geben mit der Kanzlerin. Morgen früh den Messerundgang. Anschließend will er eine Rede halten auf dem Messegelände. Und ab Mittag gibt es dann diesen kleinen Gipfel. Wie kommt es denn, dass ganz plötzlich, das ist erst vor 3 Tagen bekannt geworden, mal eben so ein Gipfel veranstaltet wird, der ja eine Mini-Ausgabe eines G7- oder G8-Gipfels ist? Es sind die wichtigen europäischen Staaten hier zusammengekommen. Und es zu nennen, dass es ein Teil der G7 ist, ist der Versuch zu sagen, es sind nicht die europäischen Staaten, die großen, die sich mit den USA treffen. Denn das ist eigentlich, was wirklich geschieht. Das ist hier ein Teil der Europäischen Union, der privilegiert mit dem amerikanischen Präsidenten spricht, der diese Europareise ja nicht zuletzt deshalb unternommen hat, um in Großbritannien vehement dafür zu werben, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt. Wir haben vor einiger Zeit gesagt, Europa ist nicht der Herzenskontinent Obamas. Er spielt in seinem außenpolitischen Denken nicht die zentrale Rolle. Aber Europa würde sofort eine viel höhere Rolle spielen, wenn es zu Turbulenzen kommt. Wenn von einem möglichen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Turbulenzen zu erwarten wären. Und das ist etwas, das liegt im Interesse der USA, dass die Europäische Union zusammenbleibt. Das ist das zentrale Interesse, in dem sich Obama mit Bundeskanzlerin Merkel nun völlig identisch trifft. Sie sollen zusammenbleiben. Und dazu sind eine Reihe von Problemen zu lösen. Die Flüchtlingsfrage gehört dazu. Es gehört da die Sicherheit im Osten und im Süden dazu, die Sicherung der Grenzen. Das sind alles Themen, die dann mit auf den Tisch kommen, wenn die anderen am Montag dann hier mit Merkel und Obama zusammensitzen. Aber dann hätte ja der Besuch des amerikanischen Präsidenten in Hannover hier ganz plötzlich, wenn es so kommt, wie Sie sagen, eine Bedeutung, die weit, weit über alles hinausgeht, was man in den letzten Tagen und Wochen ja erwarten durfte. Der Besuch geht über TTIP weit hinaus. Das sehe ich auch. Nun wird TTIP auch mit Sicherheit eine Rolle spielen, wenn eben Cameron, Hollande und Renzi mit bei sind. Aber da wird es eben auch um die Krisenherde um die EU von der Ukraine über Syrien bis nach Libyen gehen. Und es werden diese Fragen mit auf den Tisch kommen. Und insofern hat er eine weit über die Messeeröffnung hinausgehende Bedeutung. Ich denke, man muss sich das so vorstellen. Der 90. Geburtstag der Queen, das war der Anlass, dass Obama in London war. Aber ihm ging es eigentlich um Wahlkampf für Cameron. Ihm wollte er unterstützen. Hier wollte er die deutliche Botschaft sagen, Großbritannien, wenn ihr nicht mehr in der Europäischen Union seid, glaubt nicht, dass ihr besondere Beziehungen zu den USA habt, die das ausgleichen können. Und hier ist es die Eröffnung der Hannover Messe, die der Anlass ist, um mit den Staats- und Regierungschefs diese wichtigen Fragen zu besprechen.